glaube, die Verlage sind da gar nicht so gefordert, sondern die Redaktionen oder die einzelnen Journalisten. Und ich denke, was wichtig ist, ist einfach das zu tun, was Journalisten gut können. Fakten erheben, Fakten aufbereiten und den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich daraus dann eine eigene Meinung zu bilden. Und das eben nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Vorurteil, sondern eben alle Seiten zu hören. Im Grunde Handwerk, journalistisches Handwerk. Wir haben in Bonn eigentlich eine sehr günstige Situation, weil wir eine Bevölkerung und eine Leserschaft haben, die extrem politisch gebildet ist. Das liegt eben an der Geschichte der Stadt und an der Struktur unserer Leserschaft. Das heißt, ich im gleichen Maße wie andere Kollegen das berichten, habe ich das in meiner Redaktion nicht. Wir bemühen uns eben um genau diese handwerklichen Regeln, dass wir den Leuten Fakten liefern, dass sie sich selbst eine Meinung bilden können. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich kann eigentlich nicht klagen.